Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, ist schon wieder ein bisschen was her, ne? Ich hab mir gedacht, komm, wir fahren doch nochmal mit dem wunderschönen alten Mercedes und hauen uns da mal ein Containerchassis hinten dran. Wir befinden uns in Hamburg. Ich hab nämlich gesehen bei Steam, dass die Rostock überarbeitet haben. Jetzt weiß ich aber nicht genau, ob das erst noch im nächsten Update kommt oder ob das schon passiert ist. Auf jeden Fall fahren wir erstmal zu DHL und holen uns mal schnell einen Auftrag und fahren von Hamburg nach Rostock. So war der Plan. Ist nicht weit weg, ne? War eine schnelle Nummer. So nebenbei dachte ich mir, ist ganz okay. Ich habe nämlich übelst Bock, mit diesem alten Mercedes-LKW hier nochmal zu fahren. Da. Und wollte hier ein Containerchassis mal ranhauen. Hab mir mal ein kleines Codeset gekauft. Nicht so ein Riesending. Mit der eigenen Auflieger. Wir hatten einen Auftrag für Rostock. 6 Tonnen Gewürze. Genau. Und Salz. Ist ein eiliger Auftrag. Wir kriegen dafür 3.400. Boah, mal gucken. So, dann eiern wir mal hier an der Rampe ran. Und dann schauen wir mal, ob sie uns zwei gleiche Container geben oder zwei unterschiedliche. Weil laut dem Chassis können wir 2x40. Ne Quatsch, 40 Fuß sind die lang, ne? 2x20 Fuß müsste eigentlich raufgehen. Schauen wir mal. So. Und anscheinend habt ihr ja das letzte Video mit ihm hier gefeiert, weil, ja, alte LKWs, ich muss ehrlich sagen, finde ich auch irgendwie ein bisschen besser, schöner, angenehmer im ETS. Wie die ganzen neuen Dinger, das ist so, naja, Einheitsbrei, ne? Die sehen fast alle gleich aus, die können nicht, die sind leise, die fahren einfach nur. Da ist im Innenraum auch irgendwie stupide, alles dasselbe. Die alten Dinger haben meiner Meinung nach ein bisschen mehr Charakter. Ich finde die schöner. Und wir können noch nicht mal richtig an der Rampe ranfahren. Das ist doch klasse, warte mal. Na, das müssen wir noch mal ein bisschen üben hier. Ich bin leicht eingerostet, merke ich gerade. Aber kriegen wir hin. So, guck mal hier, das sieht doch schon deutlich besser aus. Ja, nochmal so ein bisschen gerade. Und ich denke, das ist gut. Licht aus, Motor aus und Container drauf. Wir haben früh am Morgen, das ist eigentlich perfekt. Also da können wir auch schön, jetzt haben wir nur einen Container. Na, dann haben wir nur einen Container. Das passt mir. So, dann hat er nicht so viel zu ackern und ich würde sagen, Licht an, Zündung. Ja, aber ist doch für den LKW hier passend okay, oder? Der kleine einzelne Container da hinten drauf. Cooler wäre jetzt so ein Trailer mit Doppelcontainer, dass er mal richtig zu ackern hat, aber das kriegen wir auch so hin, oder? Hängen wir jetzt an der Schwelle? Nö, er fährt rüber. Okay, na dann wollen wir mal. Passt das vom Ton her? Ist der zu laut? Ist der zu leise? Ich denke, das ist okay, oder? Ja, ist sehr angenehm. Ist sehr ruhig, der Freund. Wollen wir ihm noch ein bisschen was geben, oder ist okay? Warte mal, ich kann doch... Ne, wobei das... Na, passt schon. So. Ist ja noch grün, ja. Dann schnell. Alle hopp. Da waren 3 rote Pfeile, heißt, wir müssen uns sputen. Wir dürfen allerdings nicht zu schnell fahren. Aber das waren nur 6 Tonnen, da kommt er locker mit klar. Ich finde, ehrlich gesagt, das mit dem Containerchassis auch ein bisschen hübscher, wie mit dem alten Kühl-Trailer, den wir letztes Mal dran hatten. Oder was? Ah, haben wir auch mal eine Stelle ohne Bäume hier so. Oh, Spur wechseln. So, das wäre ja fast gewesen. Wieder gleich zum Anfang. Erstmal Rinne hauen hier. So. Na klasse, wir haben so angehalten, dass wir die Ampel nicht sehen. So ist besser. Stell dir da ja nicht davor. Ach, du bist ja ein Held. Ha. So, ist grün. Perfekt. Die haben auch alle grün, das ist ein Problem gerade, ne? Wird nicht anhalten. Er wird anhalten. Er hält doch nicht an. Hallo? Entscheidet euch mal bitte. Danke. Mann, ich komme nur hier nie weg, Leute. Der Ausbremserei, das ist nicht nett.
Na, wird es denn gehen? Ja, wenn wir erstmal in Fahrt sind, dann fährt es. Aber bis dahin, ne? Und was ich sehr schade finde, dass wir hier auch wieder so weit rauszoomen, sobald wir in die Außenansicht gehen. Das ist nicht gerade mega angenehm, aber... Das geht schon. So, Navigation sagt, wir sollen über die Kreuzung noch drüber und dann auf die Autobahn. So. Wir haben natürlich wieder rot, ist ja klar. Ha, oh, der hat ja ein Schön zu kauen, also mit die 6 Tonnen, was wir hier dran haben, ne? Staunig, ja. Sind halt eigentlich nur 6 Tonnen. Guck mal, wie langsam der hier losfährt. So. Ja, dann wollen wir... Oh, das ist wieder rot, ne? Wenn wir langsam fahren, haben wir vielleicht grün. Aber wenn der da gerade erst fährt, dann sehe ich da wenig Chancen. Na los, komm. Komm, komm, schalt um. Natürlich müssen wir erst, genau, mal anhalten und dann ist grün. Ist ja klar. Mann! Der konnte keinen Auftrag finden. Der hat eine Leerfahrt gemacht. Na warte mal, da müssen wir aber, na, wir sprechen uns, mein Freund. Die Wartungskosten, die werden wieder von dem nächsten Halt abgezogen. 500 Euro weniger. Naja, ja, so ist es halt, ne? Immer gucken, wo du bleibst. So. Jetzt aber hier mit Casala auf Autobahn. Warte mal, wie viel? 181 Kilometer? Kommt das hin? Ja, ist... Naja, Hamburg-Rostock ist jetzt so weit weg. 181, ja. Hm, müsste ich jetzt lügen. Wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber ist auch egal. So, dann knüppeln wir hier den Tempomaten rein, sobald wir Reisegeschwindigkeit erreicht haben. Und dann lass rollen. Schöner Truck. Ich mag den. Oh, der hat aber echt Stress. Guck mal, so schnell ist er jetzt nicht. Ach, diese draußen, die Summe ist echt nervig. Ich wollte die Spur ja nicht wechseln. Entschuldigung. So. Aber müsste eigentlich bald nur geradeaus gehen, oder? Theoretisch, denke ich, hoffe ich, wenn wir sehen. Oh, der hat aber echt zu tun hier. Staunig, ja. Also wir bleiben auf der 1, wir fahren nicht auf der 24. Jo. Ah ja, 82, komm, wir hauen mal ein Tempomat rein. Bordcomputer ist mega geil. Guck mal da. Na, wir sind im 8. Gang, Tempomat bei 82. Sollen wir schon durchschalten hier. Kraftstoff, Ladedruck, Temperatur, immer ja nicht, ne? Sehr, sehr cool. Ich mag das. Ne, Bordcomputer bei den alten Dingern, vor allem WLAN, kein Kabel. Ist ja Hammer. So, ein bisschen auf Kurs bleiben, wäre nicht schlecht. Kreuz Lübeck. Der hat's einen Ruckler, warum auch immer. Ja, Leute, ich habe da ein paar Fragen. Und ein paar Sachen im Hinterkopf. Und zwar, ich habe echt, echt viele neue, für mich persönlich geile Spiele, Schrägstrich und oder Projekte im Hinterkopf. Oder mehr oder weniger auf der Warteliste, wo ich mir so denke, boah, könnte man ja eigentlich mal machen. Das Ding ist aber, ich will was anderes dafür nicht ausfallen lassen. Okay, wir fahren hier runter, wir fahren auf 20 weiter. Ja, was schon Ewigkeiten angesprochen wurde. Ah, Leitplanke. Oh, 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 Junge, ey, komm, bleib ruhig. Mach mal Tempomat Wiederaufnahme. 182 km/h. Wo war ich stehen geblieben? Genau, und zwar, ich hätte echt mega Bock auf Minecraft. Immer noch, schon, glaube ich, seit über einem Jahr. Aber habe immer noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, wo das reinpasst. Das Ding ist, alles andere, was läuft, möchte ich gerne laufen lassen. Also,
der 12 Uhr Slot, sage ich mal, bleibt auf jeden Fall für LS, ne? Die beiden Projekte, die da laufen, die bleiben auch am Laufen, definitiv. Da habe ich übelst Bock drauf und auch übelst Spaß dran. Dann die 15 Uhr Geschichte. Da haben wir schon ein Projekt laufen. Momentan ist es gerade Anno. Na? Wie weit Anno noch geht, ich habe keine Ahnung, weil das ist ein Anno-Teil, den habe ich selber privat so noch nicht für mich alleine gespielt. Da weiß ich nicht, wo das Ende ist, wo das Ende kommt, falls es überhaupt eins gibt. Also entweder machen wir da so lange weiter, bis ich der Meinung bin, wir haben da alles gesehen, was wir sehen können. Ja, weil abruptes Ende sehe ich noch nicht, weil das doch sehr viel Spaß macht. Also hätte ich nicht gedacht, gerade von Anfang an, weil ich war von dem Anno 1800 Teil nicht so begeistert zum Anfang, wie ich das jetzt bin, muss ich ehrlich gestehen. Also ich hatte auch zum Anfang gesagt, nein, ich werde Anno 1800 nicht spielen, weil finde ich nicht geil. Naja, mittlerweile sieht die Sache halt anders aus, ne? Und da weiß ich halt noch nicht, wo die Reise hingeht. Also ich denke mal, der 15 Uhr Slot für Anno wird erstmal bei Anno bleiben. Ist aber auch wie bei LS alle zwei Tage. Ja. Ich hätte richtig Bock auf eine zweite Staffel Surviving Mars. Da gab es doch irgendwie ein Update, halt gesehen. Naja, was heißt ein Update? Das ist schon wieder Ewigkeiten her. Wir haben ja mittendrin dann irgendwann abgebrochen, weil halt auch hier updated wurde. Und das Hauptziel ist ja eigentlich, den Mars grün zu bekommen. Da habe ich übelst Bock drauf. Das habe ich mir schon überlegt, da das ja eine sehr zeitaufwendige Geschichte wäre. Ne, weil die Arbeit, bis der Mars grün ist, bis das Ziel erreicht ist, da je ein paar Stunden für ein Land. Da würde ich dann vielleicht sogar dahin gehen und sagen, hey komm, wir machen einen 18 Uhr Slot noch mit auf. Ne, wo dann wirklich täglich ein Projekt kommt. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das überhaupt zeitlich irgendwie so hinbekomme, weil das ist schon echt eine Nummer. Oder ich schaffe das vielleicht auch ja nicht täglich, kann ja auch sein, dass wir dann da vielleicht bloß, was weiß ich, Folgen irgendwie sehen können, so wie ich es halt gerade schaffe. Weil da habe ich dann auch schon wieder so im Hinterkopf, da könnte man vielleicht auch längere Folgen machen. Also nicht nur halbe Stunde, 20 Minuten, sondern vielleicht auch so Stundenfolgen. Abends um 16, um 18 Uhr, weiß ich nicht genau, ob das noch so hinhaut, stimmt und passt. Wie gesagt, der Rest bleibt. Ja. Weil ich habe da so viele Projekte im Hinterkopf und ich habe gemerkt, ey Junge, wir haben ja schon Mai. Irgendwann ist das Jahr auch wieder rum und das wird ja nicht weniger. Ich habe da so viel, was ich machen möchte. Wir haben übrigens Rostock schon erreicht. Und ja, wie gesagt, ich hätte Bock auf eine zweite Staffel Surviving Mars. Dann haben wir 2023. Um auf Jurassic World Evolution zurückzukommen. Jurassic Park, der allererste Film, der feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. Da hätte ich nochmal richtig Lust, auch schon längere Zeit, dass wir nochmal in Jurassic World Evolution 2 reingehen und im Sandkastenmodus, also jetzt nicht Karriere oder so, sondern im Sandkastenmodus uns nochmal einen schönen Jurassic Park bauen. Auch angelehnt an Jurassic Park, na? Nur mal so zum Reinschauen. Nochmal, so eine Runde, jetzt nicht so exorbitant, wie sich nicht 80, 90 Folgen oder so, sondern einfach nur mal so einen kleinen Park bauen, fertig. So eine Sachen ist halt auch wieder sehr zeitintensiv. Deswegen wieder die Überlegung mit dem 18 Uhr Slot. Dann, oh Gott, Snowrunner habt ihr auch schon öfter gefragt, ob da nochmal was kommt, würde ich vielleicht auch nochmal angreifen, das Thema. Dann steht Minecraft bei mir ganz doll hoch im Kurs, muss ich sagen, wo ich auch sehr, sehr viel Angst vor habe, andersrum gesagt, weil ihr wisst da wahrscheinlich alle mehr Bescheid wie ich. Das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, ist schon wieder ein paar Monde her, ne? Und ich habe da halt übelst Bock drauf. Ja, ach Gott, dann habe ich noch so viele andere Sachen, wie zum Beispiel Lego Jurassic World. Klingt komisch, ist es auch. Es macht echt Bock, ist wirklich geil. Würde vielleicht auch passend zu dem 30-jährigen Jubiläum von Jurassic Park sein, sag ich ganz ehrlich. Wäre auch mal was völlig anderes, was völlig Neues. Ja, deswegen, also ich habe da echt so viel im Hinterkopf, was man machen könnte. Und da ist noch viel, viel mehr. Ich
wollte schon Ewigkeiten mit euch mal zusammen Astroneer machen. Der eine oder andere würde vielleicht kennen, dem würde was sagen. Könnte auch unter Umständen nicht für jedermann was sein. Dann habe ich mir letztes Mal Kaltschass geholt. Das ist ein uraltes Aufbauspiel, sowas wie Anno und Siedler von früher. Auch schön, schön, schön pixelmäßig. Ich hätte halt voll Bock drauf. Ist halt was, so ein schönes altes Spiel halt. Mal was völlig anderes außer der Regel, ne? Weil wir machen ja echt viel mit Simulatoren und bla und das wäre halt mal voll was aus der Reihe. Würde ich so ein bisschen feiern, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich merke gerade, Rostock wurde noch nicht überarbeitet, oder? Wir haben das Ziel hier erreicht, wir sind bei FedEx und hier sieht aber alles sehr generisch aus. Ja, weiß noch nicht. Na, so eine Sache. Also, ich habe da so viel im Hinterkopf, was ich gerne machen wollen würde. Aber zeitlich mit 2 Videos am Tag wird echt krass. Das weiß ich, weil, wie gesagt, ich mache das ja nicht hauptberuflich. Ne? Ich bin ja auch ganz normal wie jeder normale Mensch arbeiten und habe das nur nebenbei als Hobby und bla und dies, das. Und ja, deswegen, ne? Ich kann ja mal in der Videobeschreibung schreiben, was bei mir so auf dem Plan steht, was ich nochmal gerne machen wollen würde. Also, das Ding ist, ich muss das wirklich machen wollen, weil wenn ich daran keinen Spaß habe, dann brauchen wir die ganze Sache nicht machen. Und das sind halt so die Dinge, die ich im Hinterkopf habe. Ich würde auch sehr, sehr gerne bei Homeworld mal reinschauen. Dem einen oder anderen sagt das was. Das Problem ist, ich habe die Originalversion von 1998. Ja, das ist uralt, aber mega geil. Ich habe das auch als kleiner Bengel so mal geschafft durchzuspielen. Danach habe ich es nochmal probiert, habe es nicht geschafft. Also sehr, ja, sehr, sehr anforderungsmäßig. Also ne, Strategie und so. Aber da hätte ich auf jeden Fall nochmal Lust. Von mir aus auch nur so eine kleine KI-Gegnerrunde oder sowas. Weil Kampagne muss man jetzt nicht unbedingt. Das Ding ist, ich habe das bei Steam neu gekauft oder bei MMOGA oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich es auf Steam, aber nicht mehr in der deutschen Version, sondern auf Englisch. Ist echt schade, weil die deutsche Version ist echt geil. Auch die Musik in dem Spiel ist mega und ja, naja. So, was haben wir hier bekommen? Volle Punktzahl, ne? Ja, alles schön, alles richtig. Und ja, so eine Sache halt. Wisst ihr? Also, ja. Da brauche ich vielleicht mal eure Ideen, was man denn da als nächstes angreifen könnte. Weil, wie gesagt, Anno läuft. Wir haben Wreckfest nebenbei, was auch extrem unregelmäßig kommt. Was ich aber auch bei unregelmäßig belassen möchte. Habt ihr auch in den Kommentaren mal geschrieben, dass einfach so zwischendurch ist es schon mal okay. So wie ETS. Dann vielleicht auch mal wieder eine Runde ATS. Da muss ich mal gucken nach neuen Mods oder so. Alte Fahrzeuge, wisst ihr ja, kennt ihr ja. Ach, Age of Empires, die erste Dings, würde ich auch nochmal eine Runde spielen. Da habe ich aber auch schon Angst vor den Kommentaren. Von wegen, ja, das spielt man aber ganz anders. Und ja, naja, ihr wisst Bescheid. Das war heute mal eine leicht andere Folge ETS. Wie ihr seht, wir sind schon fertig. Wir haben abgeliefert, wir haben kassiert, wir stehen noch dumm beim Kunden rum und quatschen hier so dusselig. Hat aber Spaß gemacht, ne, mit dem alten LKW hier zu fahren. Vielleicht fahren wir beim nächsten Mal nochmal mit dem Volvo oder so oder mit dem Lias oder mit dem Magirus. Vielleicht finde ich noch einen alten Scania oder so. Mal gucken, modmäßig kann man sich ja immer ein bisschen umschauen. Und ich möchte eigentlich eure Meinung mal hören, was man denn so in Angriff nehmen kann. Wie gesagt, ich schreibe euch in der Videobeschreibung, was zur Auswahl stehen würde. Und ob das mit einem 18-Uhr-Slot soweit okay wäre. Regelmäßig, unregelmäßig, ne? Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch dazu äußern. Werde ich ja sehen. Wenn nicht, werde ich es auch sehen. Und vielleicht werdet ihr das auch sehen, ne? Also, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. René hauen.